Ja gut, wie gesagt, ich spiele zwar viele Rollenspiele, aber ich denke nie daran, dass ich zurückgehen kann, um was zu holen. Also bei einem Rollenspiel kann man zurückgehen. Ja, generell ja, aber ich habe nicht erwartet, dass ich bei Undertale zurückgehen kann. Das nennt man Undertale. dann Backtracking. Undertale ist anders. In der Das Hinsicht. ist nicht Undertale, das ist Undertale. Anders. Dieser Witz, der war so flach, als ob wir mit Sans machen hätten. Ja, Ja. Sans-Niveau. Raus, Marcel, raus. Ich will dich hier nie wiedersehen. Wir haben uns noch nie gesehen. Dann will ich dich nie wieder hören. Das kannst du nie machen. Das stimmt auch wieder. Genau. Zumindest will ich dich nicht mehr an meiner Aufnahme hören. Okay, dann erhalte ich jetzt die Luft an. Na, geht doch. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. So, ist nicht aufregend nur, also ich muss erst mal streicheln. Hab vergessen, dass ich Mathematiker bin. So, jetzt nochmal. Bist du noch böse auf mich? Oh, ich glaube, ich habe gerade erst mal ein bisschen konzentriert. Jetzt spielen, ne? Bla, damit ich eine. Weißt du, jetzt darf doch jeder jeden heiraten, ne? Ist mir doch egal. Ich will dich aber nicht heiraten. Warum Christian. nicht? Christian Enigma oder Marcel Champ? Champ Digma. Nee. Ich habe schon Alben geplant mit diesem Namen. Champ Digma. World Champ LP featuring Marcel Enigma. Güte. Das muss ich auch noch machen. Aha! Ja, da war noch was, ne? Haben wir dich an was erinnert? Ja, ich weiß. Ich übe doch was täglich. Ne, nicht täglich, aber ich übe doch immer mal wieder. Ja, du warst eine Woche krank jetzt, von daher. Du musst das jetzt voll hart einrappen oder einsingen oder Ein einmachen. Rap. Ich habe übrigens geschafft. Yay! 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 Schlammer, Schlammer. Und ich habe nur eine Heilung verbraucht. So. Ah. Lange, lange, Mensch, Ja. das ist die letzte und gefährlichste Herausforderung. Sieh hier, der Spießrutenlauf des Schreckens. Oh. Wenn ich das Wort gebe, wird er aktiviert werden. Kanonenfeuer, Stacheln, Schwerter, Hunde, jeder Teil wird hoch und runter schwingen. Die Gewinnchancen werden winzig sein. Bist du bereit? Denn ich werde gleich anfangen. Bei wem ist gerade was rausgeflogen? Da war ihm was bedümm. Ich weiß aber nicht, was es war. Na, was hält dich zurück? Was mich zurückhält? Warum halt nichts Unwichtiges? Ich werde es jetzt aktivieren. Ah, dann aktivier's doch. Das sieht mir nicht besonders aktiviert aus. Finde ich auch. Naja, diese Herausforderungen. Es scheint vielleicht, macht das unseren Sieg zu schnell. Ja. Genau, wir sollten es nicht nutzen. Ich bin ein Skelett mit Standards. Ja. Meine Rätsel müssen fair bleiben. Ja, das stimmt. Das ist nur immer fair gewesen. Und meine Fallen sind mit Expertise erstellt. Ja, gut, man muss nicht so genau nehmen. Aber diese Methode ist so direkt. Das hat keinen Stil. Das ist per se einfach Kacke. Das ist per se einfach scheiße. Das ist Dark Souls Niveau. Das hat auch Souls. Stil. Hinfort damit. Puh. Und ich habe kein Problem mit Dark Souls Prinzip, Stil. Was starrst du mich so an? Feigling.
Das wäre erneut ein bedeutender Sieg für Papyrus. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich ein Sieg. Ja. Happy. So ein Langweiler. Ich dachte, das wird mal schwierig hier. Ey. Das wird noch schwierig. Ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt machen wird. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, blaue Angriffe zu verstehen. Ja. Ich bin immer blau, kein Problem. Willkommen in Snowy. Ich bin der blaue World Champ. Du bist der Grüne. Ich bin das war ich seltenerweise gestern. Der Anblick einer solchen Stadt erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ja, ja, Entschlossenheit. Ich bin immer blau in jeder Aufnahme. Okay, das kommt jetzt. Meine Katze hat übrigens einen Gastauftritt in diesem Spiel. Hier ist sie. Ah, okay. Wo ist mein Pausezeiten-Spinner? Oh. Verschwinde mir damit. Ja. Zumindest in meiner Aufnahme. Den hörst du nicht. Ja, das ist doch. Ach, zu wenig Geld. Hört man den? Also bei deinem Livestream hat man es auch gehört. Aber jetzt hört man den nicht, cool. Gut, ich habe mich auch mit einem Bleistift noch weiter angetrieben. Ja. Yeah. So. Dieses Ding ist stylisch. Es wippt auf deiner Hand hin und her. Auf deinen Daumen, auf deinen Zeigefinger, auf deinen Mittelfinger, auf den Ringfinger, auf den kleinen Finger, auf der Nase, auf der Stirn, auf deinen... Nein, das sage ich nicht. Ein Penisspinner. Kauf dir lieber ein Tamagotchi, ist viel spaßiger. Genau, das kann wenigstens ein bisschen was mehr machen. Das kann essen, das kann kacken, das kann... Das kann kacken. Ja. Das kann sterben. Häufchen machen, ja. Genau. Ob es nicht eine Tamagotchi-App für ein Handy gibt? Es gibt so ein Puh, der heißt. Lili, reiche mein Handy. Nee. Hab ich jetzt gemacht. Nee, hier wollte ich nicht. Ich muss mein neues Haustier anlachen, ein Tamagotchi. So. Tamalili. Tamalili. Diese Frau da drüben. Etwas an ihr verstört mich. Welche? Die hier? Die hat geile Beine. Das war ein kleiner Zimtstand, nicht total süß. Bunbuns. Sind zu putzig. Okay. Ein paar gemeine Kinder haben ein Monster gestört. Ach, da kommt meine zweite Frage, oder? Was? Das Monsterkind, ja. Indem sie seine Hörner schmückten. Also gaben wir dem Monster Geschenke, damit sie sich besser fühlt. Damit sie sich besser fühlt. Jetzt ist es eine Tradition, Geschenke oder dem Baum zu legen. Okay. Ist ja nicht mehr lange bis Weihnachten, ne? Ach ja. Jo! Nur noch was Neues, ja. Auch ein Kind, nicht wahr? Nein. Dein gestreiftes T-Shirt verrät dich. Mein T-Shirt ist nicht gestreift. Die Stadt hat keinen Bürgermeister. Aber wenn es ein Problem gibt, erzählt ein Skelett einer Fischfrau davon. Das ist Politik. Ah, ich verstehe eure Politik. Ich verstehe es. ich gehe wieder. Die tun dir nichts mehr, sind ganz lieb. Ah ja. Was gibt's hier oben? Lass uns Monster und Menschen spielen. Ah, ein tolles Klopfen. Wenn ich nicht antworte, höre ich es vielleicht nochmal. Was tust du da? Ich bin Batista. Ich werfe Eisblocken ins Wasser. Warum Batista? Alter, wo ist gar nicht Batista? Kann er Brock Lesnar sein? Was macht das für einen Sinn? Training! Sina! Ja. Sina! Deine Mutter ist Sina! Uah, den Nervos weg damit! Genau, weg damit!
jetzt nichts. Gehen wir weiter. Also ich möchte mir 2K18 im Pre-Order bestellen. Dann krieg ich Kurt Angle. Wer braucht den? Willkommen in der Bibliothek. Ja, wir wissen Bescheid. Das Schild ist falsch. Welches Schild? Ich hab gar kein Schild gelesen. Ein voller Briefkasten. Briefkasten voller ungelesener Briefe. Es wird Zeit, dass mal jemand die Briefe liest. Abgeschlossen. Von innen verschlossen. Wir gehen einfach weiter. Oh. Diese Stille. Oh. Was jetzt? Oh. Oh. Mensch. Ich muss dich über komplexe Gefühle aufklären. Nee, musst du nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Gefühle wie die Freude, einem Pasta-Fan zu begegnen. Okay. Die Bewunderung für das Geschenk beim Lösen von Rätseln. Geschick. Das Verlangen, dass eine coole, intelligente Person dich cool findet. Das kenne ich. Das reicht mir schon. Diese Gefühle. Genau das musst auch du gerade fühlen. Nee. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Immerhin bin ich eine großartige Person. Nee. Normale Person. Frage mich nie, wie es ist, viele Freunde zu haben. Ach ja, das ist ganz okay. Ich habe Mitleid, einsamer Mensch. Irgendwas tue ich dir schon wieder. Egal. Sorge dich nicht. Du sollst nicht länger einsam sein. Ich bin nicht einsam. Keine Sorge. Ich, der große Papyrus, werde dein... Nein, das ist alles falsch. Ich kann nicht dein Freund sein. Oder habe ich ein Problem damit? Du bist ein Mensch. Ja. Ich muss dich fangen. Ich nicht. Fang mich, Peppy. Wird mein lebenslanger Traum endlich wahr. Mächtig, berühmt, angesehen. Das ist Papyrus. Noch bist du gar nicht von beiden, von allen. Das neueste Mitglied der Königsgarde. Oh, jetzt geht's los. Papyrus blockiert den Pfad. Was kann ich mit dir machen? Beleidigen, flirten, analysieren. Kampf! Nein, denke ich mir auch. Nein! Absolut nicht! Noch nicht! Baby! Analysieren mal. Attacke 20, Verteidigung 20. Er liebt es, zu sagen. Ja, schön. Da ist mein Angriff. Sterbe an meinem Angriff. Versucht sich möglichst cool zu verhalten. Ich bin cool, oder? Was? Flirten? Nein, süßer. Du zeigst endlich deine ultimativen Gefühle. Es missfällt mir zwar, aber ich muss es machen. Naja, ich bin ein Skelett mit hohen Standards. Ja, das hast du schon mal gesagt. Du bist der süßeste Haufen an Knochen, den ich je gesehen habe. Ich kann Spaghetti kochen, ich habe keine Qualitäten. Ich kann Spaghetti kochen. Oh nein, du erfüllst alle meine Standards. Okay. Das bedeutet wohl, ich habe ein Date mit dir. Ja, ab in die Bonzone. Nein, hast du nicht. Wir haben unser Date später, nachdem ich dich gefangen habe. Ich will in die Bonzone, ist ein geiles Racecar-Bett. Hier, fürchte meinen Angriff. War das schon alles? Was soll das heißen, das war schon alles? Ich werde von demselben Typen gesprochen in 3 verschiedenen Let's Plays. Oh nein! Wir haben unser Date später, nachdem ich dich gefangen habe. Hier, mein Angriff. Da, sterb dran. Los! Papyrus, ich bin so cool. Verschon ihn.
kämpfst also nicht? Nein. Lass mal sehen, ob du meiner blauen Attacke widerstehst. So was Schwaches greife ich nicht an. Ich bin nicht schwach. Ja, ich merk's. Ich habe Expertise, du Banause. Ich merk's. Das war jetzt ein harter Angriff. Scheiße. Du bist jetzt blau. Ja, jeder darauf reinfällt. Absolut jeder. Das ist mein Angriff. So cool. Jetzt geht's erst richtig los. Du bist jetzt blau. Mit der geilen Musik. Du bist jetzt blau. Ich weiß, dass ich blau bin. Ich frage mich, was ich tragen soll. Nichts. Da ist mein Angriff. Spring höher. Spring höher. Los. Ja, hast du gut gemacht. Was? Ich denke nicht an die Sache mit dem Date. Nein. Nein, Süßer, nicht doch. Aber jeder fällt drauf rein, wenn man runterfällt. Noch höher, ja, das machst du. Ja, und nochmal höher, und nochmal höher. Oh, mein Knochen hat sich leider nicht erwischt. Schade. Ha, pass auf, dass kein spezieller Angriff verwendet wird. Runter mit dir. Mit Anime pur. Ja. Findest du, dass er schon Kaizo an denen hat? Ja, und wie? Voll Kaizo ist das. Kaizo Papyrus 2. Da ist Kaizo Mario ein Scheiß dagegen. Nicht. Ich kann meine Berühmtheit schon fühlen. Mhm. Ach, die Knochen werden länger und größer und steifer und du musst höher springen. Oh. Mit Hübschsaft, das hilft dir auch nicht mehr. MTT, nicht mit. Ah ja. Papyrus. Anführer der Königsgarde. Oh, jetzt machst du auch noch Flappy Heart. Yay. Duft MTT. Achso, MTT. Egal. Trotzdem ist es. Hilft nichts. Ich schupfe gerade Attraktionsstein hinter mein Ohr. Hinter was für ein Ohr? Genau, wo ich gerade war. Ich habe keine Ohren. Papyrus, beispielloser Spaghetti-Meister. Ah, 1998. Nein, wird so stolz auf mich sein. Keine Ohren hat. Ja. Passiert. Der König wird eine Hecke nach meinem Gesicht schneiden. Nee, glaube ich nicht. Ja. Wer weiß. Hilfe. Na, 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 na. Es riecht nach Knochen. Ja, stimmt. Papier ist ja noch näher. Oder Sans? Mein Bruder wird. Naja. Der wird sich kaum ändern. Uff. Das geht schon ein bisschen schneller. Ja, das sind die kleinen, fiesen, schnellen Knochen. Papyrus gackert. Ist das ein Huhn oder was? Ich habe viele Bewunderer, aber... Jetzt musst du wieder Flappy Heart spielen. Ah, verdammt! Ha, mein größter Knochen hat dich erwischt. Spüre die Macht meines steifen Knochens. Doch nicht irgendjemand zu mögen. Ah, verdammt! Hey! Jetzt bewegt sich mein Knochen noch rhythmisch da oben nach unten. Oh ja, Peppy! Jemand wie du ist wirklich selten. Ach, verdammt! Ich muss in die tiefen Löcher meiner Seele graben. Oh Gott. Labert mit seinen Knochen. Mich zu daten ist nicht einfach. Ich habe per se hohe Standards. Ja, das wissen wir. Ich habe eine hohe Expertise.
Nachdem du gefangen bist und versetzt wirst. Ah, wen kümmert es? Gib auf! Nö. Ach, verdammt! Gib dir einen Pro-Tipp. Du musst zwischen meine Knochen sprechen. Ich meine Knochen. Gib auf, oder es kommt mein Spezialangriff. Ach, verdammt, zu früh! Richtig, schon bald werde ich meinen Spezialangriff nutzen. Ach, zu früh runtergegangen.